deine Frage. Moment, jetzt stellst du deine Ja. Frage nochmal. Genau, also die Frage ist, innerhalb des Programms steht in den Offenbarungen, kann man zum Teil auch was verändern? So wie ich es verstanden habe mit dem Glauben. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber das meiste ist ja unbewusst. Und dann ist Vieles es wieder falsch verstanden. Kaufmann. Also das stellen wir jetzt gleich einmal richtig. Das erste Mal, alles, was du zu sehen bekommst, wird vom Bewusstsein gesehen. Unbewusst machen kann man eigentlich überhaupt nichts. Du gehst schon wieder von einem Brösel aus. Bewusstsein sieht seine Informationen an. Das ist einmal das Erste. Du benötigst Bewusstsein, und das, wenn ich jetzt so ausdrücke, ist es schon wieder verkehrt, weil das ist so, als wenn Bewusstsein etwas ist, was man besitzt. Ja, das ist man ja. Da wirst du immer dich rumdrehen, du musst die Metapher verstanden haben, dass du Geist, du bist Bewusstsein, du bist im Meer. Das ist etwas, was nicht gedacht werden kann, du bist ewig. Alles, was existiert, das heißt alles, was gedacht wird, ob das Bewusstsein ist, ob das Geist ist, existiert immer nur, wenn gedacht wird. Das heißt, man muss verstanden haben, was Ewigkeit ist. Ewigkeit ist etwas, was nicht existieren kann. Ein Gott, den du dir ausdenkst, ist ein vergänglicher Gott. Weil er nur existiert, wenn er gedacht wird, und er ist ein Geschöpf von dem Denker. Jetzt denken wir uns natürlich schon wieder einen Denker aus, und dann musst du dich fragen, wer denkt sich den Denker aus? Das ist dieser Schritt in die andere Richtung. Es muss dir klar werden, dass derjenige, der mich jetzt ausdenkt und mich sprechen hört, jetzt ist natürlich, was ist dieses Ich? Ist das das Pixelmännchen? Ist es der Lautsprecher? Es ist ein Gedanke in dir. Ist auch ein Geschöpf. Aber der, der das Ganze erlebt, den wir jetzt bewusst rot schreiben, wie ich das immer wieder mache, ist etwas, was an und für sich nicht existieren kann. Und weil es nicht existieren kann, ist es ewig. Ja. Jetzt ist schon immer wieder, man macht etwas unbewusst. Jeder, der etwas macht, den du dir ausdenkst, macht es unbewusst. Ob das ein Computer ist oder ob das ein Trockennasenaffe ist, weil prinzipiell Gedanken, also existierende Phänomene in dir, vergängliche Erscheinungen sind, und vergängliche Erscheinungen besitzen kein Bewusstsein. Und dann doch wieder, weil sonst würden sie nicht existieren. Das heißt, das Bewusstsein besitzt die vergänglichen Erscheinungen, aber jetzt ist dieses Bewusstsein auch schon wieder was Ausgedachtes von irgendjemandem, der sich das Bewusstsein ausdenkt. Und sobald du dir das denkst, muss ja einer da sein, der sich jemand ausdenkt, der sich ein Bewusstsein ausdenkt. Das ist diese Spur in die andere Richtung, was ich den Doppelschritt nenne. Ja. Das heißt also, die Kleinigkeiten sind sehr, sehr entscheidend. Jetzt kommen wir zum Programm verändern. Ich sage, du darfst nicht, du darfst, du solltest nichts verändern wollen. Da müssen wir uns das doch mal klar machen, dass du selbstverständlich was verändern sollst, aber nicht, indem du es veränderst. Jetzt nochmal erklärt, das ist die Sache mit dem Haar, wo ich sage, eine Erweiterung hat nichts damit zu tun, dass du irgendwas veränderst. In dem Moment, wo du zum Beispiel jetzt eine Wohnung einrichtest und die Küche ist fertig, jetzt machst du das Schlafzimmer und das Wohnzimmer richtest du ein, veränderst du an der Küche überhaupt nichts mehr. Was ich damit sagen will, dass deine bisherige Vorstellung von Veränderung immer damit aufbaut, dass etwas, was du nicht haben willst, weg muss, und dafür willst du was anderes. Okay? Dieses Austauschen ist zwar oberflächlich betrachtet auch eine Veränderung. Wenn du dir einen Film anschaust, musst du wissen, dass in dem klassischen Kinofilm ständig auf der Leinwand die Bilder sich verändern. Ja. Diese ständige Veränderung verändert aber überhaupt nichts auf der Datei, wo das herausgespielt wird. Das heißt, du vervollkommnest, dass ich immer wieder sage, wenn wir jetzt sagen, dein ganzes Wissen ist ein Haar, das sind so einfache Beispiele. Ich merke bei jedem Brösel, der in mir auftaucht, wo ich jetzt davon ausgehe, jetzt einmal ganz bewusst zugesprochen, dass hinter dieser Maske ein Geistesfunk sitzt, der das lebt, dass man sich da immer wieder aufhängt in diesen Kleinigkeiten. Dass jeder Gedanke, der auftaucht, ist ein Teilchen vom Heiligen Ganzen. Und jetzt immer wieder diese Wiederholungen. Ich merke ja, weil die Fragen, ich werde ja so bombardiert mit Fragen, die ich tausendmal beantwortet habe, dass Veränderung nicht sein darf, dass du irgendwas Bestehendes vernichten willst oder du willst es loshaben. Ja. Du musst es vervollkommnen.
Das heißt, du vervollkommnest, wenn du krank bist, vervollkommnest du dich mit der Gesundheit, aber kein Mensch will sich vervollkommnen, will heil werden, was er übrigens gar nicht werden kann, weil er es schon ist, er hat es bloß vergessen. Darum ist ganz wichtig, dass du erkennst, das, was ich dir erkläre, wirst du niemals erreichen können, weil du das schon bist. Und weil du etwas anderes zu sein glaubst, hast du es vergessen. Das heißt, du entheiligst eine Datei nicht, wenn du die abspielst und einen Film laufen lässt, weil die Bilder auf dem Bildschirm werden ja als Ding an sich nicht aus der Datei herausgenommen. Die Datei bleibt unverändert, während du dir den Film anschaust. Du siehst nur immer aufblitzende Facetten von dieser Datei. Genau so ist es, wenn wir ein Buch lesen. In dem Moment, wo du nur eine Seite anschaust, sind ja die anderen Seiten trotzdem da und genau genommen im Hintergrund auch das Bücherregal, wo das her ist. Du musst bloß aufhören, chronologisch zeitlich zu denken. Das heißt, du sollst sogar das Programm erweitern, aber nicht in deinem Sinn verändern, dass du was rausschmeißt, was dir nicht passt. Also erkennen eigentlich. Das Erweitern ist schlichtweg und einfach, dass alles, was jetzt in dir auftaucht, wichtig ist. Das ist die Sache mit dem Auto, mit dem Kabelstecker, die systemrelevanten Parameter. Ja. Da sind natürlich verschiedene Stufen drin. Ich wiederhole nochmal, wenn du jetzt sagst, das Holo-Feeling ist wie ein Fahrzeug im Himmelreich, jetzt eine ganz einfache Kindergartenmetapher, dann muss dir eins klar sein, du musst nicht einmal wissen, wie man Auto fährt. Du musst dich reinsetzen trauen. Das ist, wenn ich immer sage, vertrau mir ganz einfach. Du musst ja nichts tun. Du wirst von alleine älter. Ja. Du kriegst von alleine graue Haare. Du kommst da von alleine in die Pubertät. Und dieses Festhalten wollen, dass man nicht loslassen kann, das ist das Problem. Stell dir vor, du wärst jetzt ein Säugling, das sind normale Menschen, die einen gewissen Besitz, einen gewissen Status erreicht haben. Und das Einzige, was sie bestreben, die setze ich jetzt einmal geistig, sage ich, sind das Säuglinge, die in die Windeln machen. Und jetzt kommt einer und die werden dann felsenfest sagen, wir dürfen doch nicht aufhören, in die Windeln zu machen. Ich sage, erst wenn du aufhörst, in die Windeln zu machen, kannst du in die Schule gehen. Also einfach laufen. 3x3 Wachstumsstufen, das sind so viele kleine kindgerechte Metaphern, die wirklich, ich nochmal, ich bin der Erste, die jeder verstehen kann, wenn die Filter nicht eingeschaltet sind, von denen ich im Blindfeld erzähle. Im Blindfeld. Die sind massiv, die Filter merkst du immer wieder. Dieses zwanghafte Gefühl, dass wenn du was denkst, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast. Ja. Das war's genau auf. Du Geist, der du jetzt uns ausdenkst. Uns alle. Die Ilse, den Udo und dich selbst, wenn du vom Computer jetzt sitzt. Es ist, wenn ich jetzt dich zum Beispiel frage, an was denkst du, wenn du an eine Welt denkst, an deine Welt denkst. Das ist wie wenn ich dich frage, was denkst du, wenn du an nichts denkst. Du denkst erst einmal nur an das Wort Welt. Jetzt muss dir aber klar sein, dass das Wort Welt eigentlich dieser Begriff in deinem Kopf dir ermöglicht, unendlich viele andere Vorstellungen herauszuholen aus dir. Das ist wie wenn ich sage, in dir ist eine Datei, die nennst du Welt. Da kannst du dann sagen, ja, das ist alles. Wie definierst du alles? Das ist wieder bloß ein Begriff von Film. Wir sagen einfach mal, das ist eine ganz bestimmte Lebensgeschichte. Mit deiner Außenwelt, mit dem Wort Universum, all diese Worte lösen dir Vorstellungen auf. Das ist so wichtig, wenn ich im Kleinfeld beginne und sage, du hörst jetzt Geräusche. Und diese Geräusche kannst du prinzipiell zu vielen Vorstellungen machen, je nachdem, was für ein Geräusch das ist. Aber es hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Das heißt, welches blaue Ich, welches Konstruktprogramm zum Denken benutzt. Das ist, welcher Mensch du zu sein glaubst. Der Mensch ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Und dieses Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem, kurz gesagt, dieser Mensch, der du zu sein glaubst, bestimmt jetzt letztendlich dieser Mechanismus, welche Vorstellungen, eventuell Bilder, diese Geräusche in dir auslösen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Roland sage, muss dir eins klar sein, wir können uns tausende von Programmen ausdenken und jeder dieser Programme kann bei dem Wort Roland einen komplett anderen Charakter, einen komplett anderen Menschen, ein anderes Programm aufschmeißen. Ja. Bei dir wird jetzt, wenn du mehrere Rolands kennst, trotzdem einer an erster Stelle stehen, wo du drin bist. Und dann kommt es noch davon, hängt noch davon ab, auf welcher Seite du momentan in diesem Programm, auf welcher Seite du in dem Buch hängst. Das sind so simple Beispiele, dass dir bewusst wird, dass jegliche Art von Diskussion und Vorstellungen, solange du mit nur einem blauen Ich, mit einem Programm arbeitest,
du in so einen kleinen Bereich von Weltvorstellung reingezoomt bist, wo du natürlich komplett den Eindruck hast, dass das alles richtig ist, weil es dir logisch erscheint. Und da musst du ansetzen. Und jetzt komme ich zu dem Auto zurück. Wenn ich sage, vertrau mir einfach, lebe das Leben und lerne zuerst einmal, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Halte dich nicht fest an irgendeiner logischen Konstruktion von Wahrheit, ein Gefühl von Wahrheit, das in dir auftaucht. Das ist nur da, wenn du dieses Programm als erstes bekommst. Darum sind diese Kleinigkeiten so wichtig. Pass auf, ich mache nochmal, ich wiederhole, ich habe im Blindfeld, was ich noch sage, ich wollte es nicht, diesen Eintrag über Holofeeling. Weil ich merke, auch hier werde ich angesprochen, mir geht es überhaupt nicht um diesen Eintrag. Was ist Holofeeling? Du denkst dir jetzt einmal und gib bitte den Gedankengang mit, ohne abzugleiten. Dass du von irgendeinem Bekannten in deinem normalen Dasein, als Ildi jetzt, deinem Fall, wir denken uns ja jetzt auch die Ildi aus, wir können aber auch den ausdenken, der jetzt vom Computer sitzt und du merkst, es wird jetzt schon ein Blackbox, weil das können ja unheimlich viele anschauen. Letztendlich sieht es nur einer, nämlich derjenige, der Geist, der jetzt in irgendeiner Personifizierung das wahrnimmt. Dann hängt natürlich von dem, der ja zu sein glaubt, das Werteprogramm im Hintergrund. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, du hast da von einem Bekannten, hörst du das Wort Holofeeling und das ist so klasse, das hat mir so viel gebracht. Gut, jetzt schaust du im Internet nach. Und dann wirst du feststellen, du gibst Holofeeling ein, dann hast du natürlich hier die ersten paar Seiten und jetzt kommt das Kritische, wo die Bücher drin sind, von der Diane in Heiko seine Seite und an vierter, fünfter Stelle kommt dann irgendwas mit Sekte. Da gibt es ja Holofeeling eigentlich gar nicht. Aber darum geht es mir gar nicht. Das ist eigentlich nur hohles Gewäsch. Dieser kleine Eintrag baut auf den Zeitungsauftrag damals von dem Weißenburg-Vortrag. Da muss ich jetzt immer wieder sagen, wenn du da dabei warst und du warst dabei, weißt du, dass der von hinten bis vorne Lüge ist. Das ist überhaupt nichts. Auch wenn man jetzt nachforschen würde, was über den Udo Petscher behauptet wird, dass der behauptet, der ist Gott. Und alles, wo ich wohne und was ich gelernt habe, das ist alles falsch. Allen voran am Anfang, dass ich 50 Mann hier eingefunden habe. Und ich betone noch, du weißt, es war überproppenvoll. Im Gegenteil, dass wir sogar Ärger gehabt haben mit der Stadt, weil zu viel drin waren. Der Redakteur, nein, du bist wirklich 50 Meter über der Straße von dem Saal. Da beginnt es von hinten bis vorne Lüge. Der Eintrag für Sektenforschung baut auf diesen Zeitungsantrag auf. Was mir jetzt wichtig ist, es geht mir nicht um das Holofeeling, sondern du musst dir jetzt einmal bewusst machen, wie oft du im Internet was nachgeschaut hast, dass alles, was du aus dem Internet weißt, das, was du das erste Mal liest, das ist ein Vergleich, das ist ein Vergleich, das ist ein Vergleich. Was war das? Das heißt, wenn du jetzt neugierig bist, gehst du ins Internet und dann schaust du was nach. Und ich kann nicht oft genug betonen, egal welche Frage du stellst im Internet, da tauchen ja unheimlich viele Suchseiten auf. Das Erste, was du als richtig anerkennst, was du jetzt dir reintust, dieses fremde Wissen, das du aus dem Internet hast, es gibt keine Internetseite, wo du mir zeigst, wo was behauptet wird, wo ich dir nicht hunderte, tausende zeige, wo zum selben Thema es genaue Gegenteil oder was anders behauptet wird. Egal, was man essen darf, was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist, was gesund macht. All dieses ganze Geschwätz bis hin zu politischen und religiösen Meinungen. Es gibt keine Seite, wo es nicht einen Haufen Seiten gibt, die was ganz was anders behaupten. Ja. Und ich sage jetzt dir, die sind alle richtig für den, der die oder die Seite sich dieses Konstruktprogramm zum Denken benutzt. Da wird sich immer aufgrund dieser Seite eine ganz bestimmte Logik, was ganz logisch einreden. Die Bedeutung redet sich dann was ein. Ja. Das sich dann unbewusst ausdenkt. Mhm. Und dein ganzes Wissen baut genau auf dem Phänomen auf. Das heißt, einer, der sich so versucht, über Holofeeling schlau zu machen, geht schon in die Irre, der wird schon raussortiert. Und dein ganzes Wissen baut auf den Scheiß auf und die ganzen Weltverbesserer und die Politiker, die sich hinstellen, egal wer es ist, wenn dir schon erzählt, was die Amis machen oder was die Russen machen. Darum sage ich immer wieder, beobachte zuerst einmal dich selbst und mach dir bewusst, was du glaubst. Mach doch beim Glauben A und B. Geschöpft und aufgespannte Polarität. Was dieser Zauber in dir, die Zauberkunst ist, dass du deinen Glauben verwirklichen kannst. Nur das, was du glaubst, kannst du verwirklichen. Was du nicht glaubst, ist für dich fällt sowieso weg.
Es geht bis hin in die Materialisierung. Immer dran denken, es gibt keinen Unterschied, ob du einen Gedanken denkst, eine feinstoffliche Information jetzt vorliegen hast als Information oder eine sinnlich wahrgenommene Information vorliegen hast. Beides sind deine Informationen, das sind Formen in dir drin. Ja. Keine Außeninformationen. Das ist es, wenn ich dann immer wieder sage, sobald du glaubst, dass irgendwas, was du jetzt denkst, bevor du es nicht denkst, ist es auch in dir, aber auf der Datei. Und jetzt benutzt du natürlich nur ganz, ganz wenige Programme zum Denken, eigentlich bloß dein eigenes. In deinem Programm Untersysteme sind zum Beispiel andere Glaubenssysteme. Da gibt es so viele Glaubenssysteme, die du zumindest vom Hörensagen kennst. Christentum, Moslems, das sind ja nur Oberbegriffe. Wie viel weiß ich Christentum? Dann beschäftige dich mal, wie viele unterschiedliche christliche Strömungen es gibt. Die haben übrigens alle ein bisschen recht. Es ist ungefähr so, wie viele verschiedene Zimmer es in einer Wohnung gibt. Ja. Kann doch nicht sagen, die Küche ist richtiger wie das Schlafzimmer oder das Badezimmer. Das sind komplett andere Funktionen. Ja. Das heißt, der reine Islam als Gedankengut, als Überbegriff, ist genauso richtig wie das Christentum oder der Hinduismus oder der Buddhismus. Aber die Sachen sind nur Facetten der Wohnung. Das ist das heilige Ganze. Ich mache das einmal gern mit den Sinnesorganen. Wenn einer sagt, ich aber kann die einzig wahre Religion nicht schmecken, ich will mit Sehen und mit Hören nichts mehr zu tun haben, weil das alles Lüge ist. Ich schmecke keine Farben, ich schmecke keine Töne. Der vom Auge sagt so ein Blödsinn, die schmecken hier süß-sauer, ich sehe kein süß-sauer. Ich höre kein süß-sauer. Verstehst du, was ich meine? Wie blind dich das macht, wenn du bloß in einer Einseitigkeit hängst? Wieso willst du bloß einen dieser Glauben haben? Benutzen, besitzen, wenn du alle haben kannst, da wirst du doch vielfältiger. Das ist wie wenn du hier eine riesen Farbpalette plötzlich aufrichtest. Wenn du wirklich zu sehen anfängst. Aber du weißt, ihr Menschen, ihr glaubt, GR außen zu leben, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Jetzt zum Beispiel, wenn du meinst, du siehst jetzt den Udo oder du hörst einen Menschen sprechen. Das ist jetzt, mach dir bewusst, was jetzt ist. Es ist ein Pixelmännchen und ein Lautsprecher, quäkiger Lautsprecher. Das sind alles Konstrukte, extrem logische Konstrukte, aber nicht besonders geistreich. Wir schauen uns nur an, was ist. Zerbrech dir nicht den Kopf, ob das richtig oder verkehrt ist. Wenn es ist, dann ist es. Wenn es nicht ist, ist es nicht. Dann ist auch das ganze hinduistische oder buddhistische Maya-Geschwätz weg. Ich sage immer wieder, bezweifle nicht das Erscheinungsphänomen Materie mit allem, was dazugehört. Es ist doch in dem Moment. Du musst doch nicht bezweifeln, wenn du jetzt. Ich sage jetzt schon ein bisschen weiter gedacht, auf deine Farbbrille schaust, an die du ja normalerweise nicht denkst, dann siehst du ein Objekt scheinbar in einer gewissen Entfernung vor dir stehen, das hundertprozentig sicher jetzt deine Information ist. Ich mache immer meine Tasse. Dann siehst du eine materielle Tasse. Und wenn du die dann deine Hände dir ausdenkst und die anfasst, dann wird die hart. Du kannst es hochheben und dann hast du das Gefühl von Schwere, eventuell ist Hitze da, dann kannst du das Ding unter die Nase halten, die du dir jetzt ausdenkst. Dann hast du einen Geruch. Und all das, was ist, ist. Das bezweifelt überhaupt keiner. Ich bezweifle nicht Materie als Erscheinungsphänomen. Was dir aber klar sein soll, dass du tief und fest glaubst, dass die Tasse auch dann da außen steht, wenn du nicht hinschaust oder wenn du nicht an sie denkst. Das ist Geschwätz von Zweiten. Das ist jetzt wieder eine Behauptung, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Weil um etwas zu überprüfen, muss es zumindest gedacht werden. Es muss irgendeine Art, eine Information von dir sein. Also zu glauben, dass dein Gehirn und dein Körper ständig da ist, auch wenn du nicht dran denkst, das ist schlichtweg Geschwätz vom Zweiten, ist eine Lüge. Das als hundertprozentig sicher anzusehen, dann rauschst du in die Axiome rein, in diese Falschannahmen, die nicht mehr in Frage gestellt werden, und dann hast du deine Gefängnistür schon zugemacht. Ja. Darüber diskutiere ich nicht mit Trockennasenaffen. Jeden Tierchen sein Pläsierchen. Es brennt eben die Spreu vom Weizen, Ilse. Ja. Du bist die Ilse, du bist Illet. Du bist Illet. Okay. Ich bin bloß ein Pixelmännchen und eine Lautsprecherstimme. Ich bin auch nicht nur die Ilse. Dann verkopft man sich dermaßen, und das ist das Festhalten, weil man nicht loslassen will. Es ist, man meint, dass wo jeder sich festhält, wie ich immer sage, diese elektrische Weidezaun, der Sicherheit ist es die Quelle von Leid und von Angst. Ja. Dann wirst du merken, auch wenn ich sage, wenn du das erste Mal hörst, das kannst du jetzt gleich wegklicken, wenn du arrogant bist und sagst, das ist ein Blödsinn. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, ich verspreche dir,
Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du diese Chance nutzt. Und du hast dabei an deinem jetzigen Leben überhaupt nichts zu verändern. Da hören die Leute gar nicht zu. Ich will nicht, dass du irgendwo austrittst oder eintrittst oder du lässt das Leben weiterlaufen. Was ich mir für dich wünsche, ist, dass du dich erhebst und zum Beobachter von dir selbst wirst. Und zwar nicht, wenn du dich hinsetzt und ein Räucherstäbchen anzündest im Schneidersitz und umschreist ein paar Stunden oder murmel, sondern dass du jeden Moment in dein Leben versuchst, dir präsent zu machen, was ist jetzt eigentlich da? Und jetzt du verlagerst den Fokus von der reinen Information ganz bewusst auf deine eigenen zwanghaften Wertungen und Interpretationen. Dass ich sage, du wirst jetzt mit einer Diskussion konfrontiert, ein Kampf um einen Standpunkt, entweder von Pixelmännchen auf dem Fernsehbildschirm, auf dem Monitor oder auch live dabei mit Freunden in einem gewissen Kreis, dann tauchen verschiedene Perspektiven, verschiedene Meinungen auf und du machst dir zuerst einmal bewusst, bei welchen Äußerungen du innerlich Beifall klatscht, weil dir das logisch und richtig erscheint und wo dir die Haare zu Berge stehen und wo du am liebsten dagegen angehen würdest, weil einer so einen Scheiß daherredet. Das heißt, du sortierst dich zuerst einmal in eine Perspektive ein, wo du ja zwangsläufig gefangen bist in dem einseitigen Wissen. Und das ist natürlich auch richtig. Und jetzt kommt die Sache mit dem Schwammbeispiel, dass du dir bewusst machst, dass wenn ich jetzt den Schwamminhalt, den Intellekt zum Denken des anderen benutzen würde zum Denken, dann würde mir alles, was mir jetzt total abstrus erscheint, würde mir vollkommen logisch erscheinen und dann wäre mir meine jetzige Logik unlogisch. Dieses Erheben über dieses über das eigene Zentrum heraus. Dazu braucht man keinen Intellekt, sondern Neugier. Ist ja eigentlich auch... Gesagt, du hast dann im Leben nichts zu verändern, das verändert sich von selbst. Der Witz ist, es verändert sich aber immer, weil du dich einmischst in Maussetzung deines Einmischens. Und jetzt kommt es, dass du plötzlich feststellst, ich habe mir ja im Hintergrund dieses Programm laufen, ich sage immer, ich lese ja zurzeit das Buch oder ich schaue mir den Film an. Das heißt, jetzt erhebe ich mich, der Sinn des Lebens ist genau das zu durchschauen. Das ist wie ein Schauspieler, der auf der Bühne den Faust oder den Mephisto spielt. Ich will, dass du ganz bewusst keine Sekunde vergisst, dass du der Schauspieler bist. Ja. Und nicht der Ildi oder der, der du jetzt zu sein glaubst. Das ist die Rolle. Das ist die Rolle. Ja, genau. Ist dabei. Ja. Das besteht aus ständiger Evolution, Revolution, von Augenblick zu Augenblick. Nur im Jetzt, ja. Und jetzt kommt diese panische Angst, dass man was verliert. Jetzt lass uns das einmal nochmal klar machen. Du bist ein heiliges Etwas, sonst würdest du mich jetzt nicht hören. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ich spreche den an, der jetzt in diesem Moment dieses Gesabbere sich anhört von dem Lautsprecher. Was anderes ist es nicht. Und jetzt machst du dir den Sinn bewusst, was die Worte in dir auslösen. Und ich rede ja schon mal in deiner Logik jetzt. Aber ich will dich ja über diese Logik erheben. Die ist aber trotzdem wichtig. Dieses zeitliche Denken ist unheimlich trügerisch. Es baut ja darauf auf den Erfahrungen. Du musst aufbauen. Umso mehr du aufbaust, siehst du das drunter dir nicht mehr. Es ist aber trotzdem noch da. Wenn du chronologisch denkst, ist es ungefähr so, du bist ein Grundwissen, ich sage, das grundelementare menschliche Wissen ist der Keller. Dann fängst du Lesen und Schreiben an, erstes Stockwerk, dann kriegst du mehr Funktionen, Physik, zweites Stockwerk, drittes Stockwerk und irgendwann einmal bist du dann ganz oben, die Krone im Penthouse. Du kannst ja nicht behaupten, dass die Keller, die sind dann alle, das ist diese Transversale, wo das aufbaut. Dass die in der Vergangenheit war, dass das nicht mehr gibt. Das ist das chronologische Denken. Es gibt keine Zeit. Als Erscheinungsphänomen gibt es selbstverständlich Zeit, aber keinen chronologischen Zeitablauf als Ding an sich. Selbstverständlich kannst du dir ein Zeitfenster aufspannen. Aber egal, was du denkst es jetzt. Das haben wir doch tausendfach durchgekaut. Es ist keine Frage des Glaubens. Es ist eine Frage vom Bewusstsein, das zu erkennen. Und jede Figur, die sich in dir dagegen wehrt, lass sie links liegen, das kostet nur Energie. Du kannst dann Gedanken von dir nichts erklären. Das heißt, du kannst einem Computer nicht erklären, was er ist. Du kannst ihm nicht erklären, wie er funktioniert. Genauso wenig kannst du das an Trockennasenaffen mit deinem Gehirn erklären. Also schalt es ab, es ist nur für dich. Mein Wissen ist nur für dich. Darum lege ich auch keinen Wert darauf, dass du das in der Welt verstreust. Du musst keine, im Gegenteil, du wirst merken, halt im Mund, du musst keine Werbung machen für Hochfeeling. Ja.
Du bist ein Gesegneter, wenn ich in dir auftauche. Aber das ist das Erste, was du verstehen musst. Mhm. Gedanken haben keine Überlebenschance. Die sind schon weg, wenn du den nächsten Gedanken denkst. Wir reden hier von Sachen, die hundertprozentig sicher sind. Aber jetzt kommt diese panische Angst, was zu verlieren. Also mach dir jetzt das bewusst, alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir. Geht auch niemals was von da außen. Mhm. Wenn du spazieren gehst und du schaust dir eine wunderschöne Landschaft an, du musst einfach nur akzeptieren, dass du jetzt träumst, dann ist dir das klar. Und was du sinnlich wahrnimmst, ist auf deiner VR-Brille. Ja. Das ist eine ganz grobe Metapher. Wie gesagt, du weißt, ich könnte es unendlich genauer erklären. Aber das ist wichtig, dass du das abspeicherst. Dass dir das jeden Moment im Hintergrund bewusst ist. Weil in dem Moment, wo du geistig schlecht fühlst, hast du das wieder vergessen. Mhm. Und dann hat man die panische Angst, was zu verlieren. Jetzt tun wir zuerst einmal das Wort verlieren. Ich will es jetzt gar nicht auffächern, sondern wenn alles in dir drin ist und du erst etwas zu sehen bekommst, wenn es in dir auftaucht und du dir das ausdenkst. Mhm. Sobald du dir das ausdenkst, hast du das, bist du unbewusst geworden, weil du es aus deinem Bewusstsein verloren hast. Du meinst, das ist ja unabhängig von dir da außen. Mhm. Also das ist die erste Form, dass dir immer klar ist, es muss in deinem Bewusstsein als Information vorliegen, sonst siehst du es ja nicht. Ja, genau. Und in dem Moment, wo du dir das, was du jetzt ausdenkst, wenn du an was anderes denkst, wo geht dann das hin, das du dir ausgedacht hast? Es geht wieder dahin, wo es hergekommen ist, in dich rein. Das, ja. Aber jetzt schau, was deine Logik sagt, die meint, wenn du an was nicht mehr denkst, dass du es dann verloren hast. Was ja noch krasser ist, wenn es jetzt um meinen Mitmenschen geht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Freund oder mein Besitz, mir nimmt einer meinen Besitz weg. Weg ist er dann, wenn ich nicht mehr dran denke. Aber sobald ich mir denke, den hat mir einer meinen Besitz weggenommen, ist ja dieser Besitz, den ich angeblich mal in der Vergangenheit besessen habe, ist ja dann als Gedanke schon wieder als Information ausgedacht. Mhm. Das Spiel, da hängst du drin, da bist du hin und her, bis du das durchschaut hast. Mhm. Und solange diese Sicherheit auf das Vergängliche setzt, die absolute Sicherheit ist unvergänglich, weil sie ewig ist, aber zwangsläufig ist diese Sicherheit etwas, die niemals in Erscheinung treten kann. Mhm. Viele nennen das dann Gott, aber wie gesagt, der Gedanke Gott ist nicht Gott. Mhm. Es ist nur ein Name, der von keinem verstanden wird. Ein Geräusch, wo keiner weiß, was es ist. Wie ich immer sage, es ist ein Geräusch wie Wetter und wie alles andere auch. Es geht nicht um die Geräusche, um die Bezeichnung, sondern was macht dein derzeitiger Intellekt daraus für eine Vorstellung? Mhm. Aber egal, welche Vorstellung du machst, jede Vorstellung ist vergänglich, weil jeder Gedanke, jeder Augenblick durch den nächsten Augenblick schon wieder zerstört wird. Mhm. Der Einzige, der dabei ewig ist, ist der, der das sieht. Und das bist hundertprozentig sicher du. Mhm. Der, der jetzt sich den Udo ausdenkt und die Ilse ausdenkt. Und natürlich sich selbst. Ja. Was er zumindest zu sein glaubt. Darum, das ist einmal das Erste. Das muss sitzen. Darum sage ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und wenn das einmal sitzt, dann wirst du zwangsläufig neugierig werden, mehr auf das, wie funktioniere ich eigentlich? Wie mache ich Welt? Wie kann ich Welt verändern? Streiche das Wort verändern und setze dafür Verformung. Ja, genau, genau, weil das andere Verändern ist ja wieder Kaufmannsdenken. Genau so ist es, vervollkommnen. Ja. Dann wirst du merken, es baut aufeinander auf wie Schichten, dass mir immer alles, was ist, ist wichtig und wir bauen darauf auf. Und das ist jetzt ein ganz anderer Aufbau. Die ganze Naturwissenschaft und die Religion bauen auf Lügen auf, auf falsche Vorstellungen auf. Du musst mal zuerst mal wissen, was eine Vorstellung ist. Eine Vorstellung vom Paradies, von Adam und Eva. Da habe ich im Bleinfeld gesagt, es ist kein Menschenbärchen, das im Paradies rumläuft, hier mit einem Lendenschutz. Mhm. Das sind arithmetische Formeln, ganz, ganz tiefsinnige Formeln in der Welt. Wenn du eine Schicht jetzt runtergehst in die Welt der Metaphern, dass diese Bilder symbolische, metaphorische Bilder sind. Und dann, wenn wir noch tiefer gehen, wirst du feststellen, dass das wirklich Formen sind. Das sind reine Programmabschnitte, Formen. Es funktioniert im Grundprinzip genauso, wie du jetzt lernen kannst, wie ein Computer funktioniert, bloß natürlich ein bisschen präziser. Aber das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Darum ist dieser Computer, so kompliziert er erscheinen mag, nur eine kleine Metapher. Und dann an den Anfang des Gespräches wieder zurückzugehen, wenn du mit einem Auto mitfahren willst, das ist jetzt ein Himmelswagen, wo ich dich ins Himmelreich bringe.
Du musst nicht wissen, wie das Auto funktioniert. Schau mal jetzt, wenn du einen 10-Jährigen dir ausdenkst, wenn die ein Smartphone in der Hand haben oder 13-Jährige. Mhm. Die haben doch null Ahnung, wie das Smartphone als Ding an sich funktioniert und können das trotzdem total besser bedienen wie die meisten Erwachsenen. Zumindest das, was für sie wichtig ist, was sie damit machen wollen. Mhm. Facebook und Instagram und Spiele. Ja. Alles andere ist ja eh nicht wichtig. Und genauso ist es, du kannst mit einem Auto mitfahren, du musst nicht einmal wissen, wie das funktioniert, du musst dich nur reinsetzen trauen. Das erfordert Vertrauen, dann kannst du mitfahren. Du kannst natürlich dann nicht bestimmen, wo du hinfährst. Das ist auch in der Fahrschule, wenn ich sage, hast du ja auch Praxis. Wir haben ja nicht nur unseren Führerscheinprüfungsbogen, wie ich das nenne, sondern du fährst ja in der Fahrschule schon Auto. Aber du bestimmst nicht, wo du hinfährst, solange du den Führerschein nicht hast. Ja. Der Prüfer wird dich immer in deinem Leben an die Stellen hinfahren, wo du noch was zu lernen hast. Weil du immer wieder das vergisst, was ich dir sage. Okay. Jetzt sind wir schon mal, wenn du das Vertrauen hast, dann passiert, der Rest passiert schon, das bringt dich automatisch dahin, wo du hin sollst. Jetzt wirst du aber in einer gewissen Reife natürlich irgendwann einmal selber fahren wollen, dann musst du natürlich die Führerscheinprüfung machen. Ja. Dann, wenn du den Führerschein hast, kannst du bestimmen, wo du hinfährst. Und ich sage dir gleich, alles, was du jetzt in deiner jetzigen Reifestufe dir wünschst, wird für dich vollkommen uninteressant sein. Das ist immer mein Pubertätsbeispiel. Was wünschst du dir vor der Pubertät und was wünschst du dir nach der Pubertät? Ja. Kannst du aber ein Kind nicht erklären, glaube ich es mir, weil das Kind kann nicht von unten nach oben sehen. Ja. Aber die Neugier ist da. Es ist an keine Bedingung geknüpft, wenn ich in dir auftauche. Also mach dir keine Angst, dass du was falsch machen könntest. Entweder du machst es richtig oder du lernst was Neues kennen. Man will nur, man kann es nicht schnell genug haben, wie so ein Kind, was in die Pubertät kommen will. Nein, genau so ist es. Du hast alle Zeit der Welt. Du wirst dich wundern, wie viel Leben du noch brauchst, bis du da ein bisschen tiefer einsteigen kannst. Aber das kann Freude machen, das Lernen. Ja. Jetzt ist es so gut, wenn du jetzt den Führerschein hast, dann kannst du mit dem Auto sogar selber fahren und bestimmen, wo du hinfährst. Und dann wirst du feststellen, dazu musst du nicht wissen, wie der Motor funktioniert. Aber du wirst merken, du wirst dich dann anfangen, dafür zu interessieren, wie der Motor funktioniert, der dich da und dahin fährt. Ja. Das ist jetzt immer. Um mit einem Auto mitzufahren, muss ich nicht Auto fahren können. Ich muss mich reinsetzen trauen. Wenn ich selber fahren will, muss ich fahren lernen. Dazu muss ich nicht wissen, wie der Motor funktioniert, aber irgendwann wird mich das auch interessieren. Und so baut Hodo Felix auf. Ja. Es geht um ein neugierig machen auf das, was du eigentlich bist. Weil das, was du zurzeit zu sein glaubst, das ist bloß eine vergängliche Phase in einem ewigen Leben. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Ja. Morgen? Mehr geht's nicht. Was sagst du? Um mehr geht es nicht. Es geht nur um dieses eine, das immer ist. Ja, genau. Es dreht um dieses eine Innerste. Das ist das, was und du wirst irgendwann nochmal begreifen, das bin ich selbst. Die große Erkenntnis, ich war schon da, bevor ich das erste Mal an eine Uhr oder an eine Idee gedacht habe oder an das gedacht habe, was ich jetzt zu sein glaube. Ich bin auch da, wenn ich an diese Dinge nicht denke, da meine ich jetzt natürlich rot, geschlossener Schöpfer. Ja. Und die Lebendigkeit beginnt in dem Moment, wo du Geist zum Träumen anfängst. Das sind eben die zwei Seiten. Das Immerseinende und das sich ständig Verändernde. Und das Immerseinende ist, weil das, was Ausgedachtes ist, existiert natürlich auch nur, wenn du an was Immerseiendes denkst. Aber da sollte dir klar sein, dass dieser Gedanke an etwas Immerseiendes nur existiert, wenn er gedacht wird, aber das, was ich da versuche zu denken, immer ist. Auch wenn ich nicht dran bin. Immer. Ja. Das ist wie mit nichts. Wenn ich an nichts denke, denke ich an das Wort nichts, das ja eigentlich nicht nichts ist. Ja. Das sind diese simplen Beispiele. Das ist der erste Punkt, der verstanden werden muss. Das hebt nämlich alles an weltlicher Philosophie aus den Angeln. Wenn wir miteinander die großen Weltphilosophen lesen, sage ich jetzt erst einmal, die haben alle recht, aber dann zeige ich dir, was sie vergessen, was sie übersehen. Weil sie in der Regel immer dieses absolute Verwechseln mit irgendwas ausgedacht haben. Das Leben ist maßgeschneidert, dass du zurzeit lebst, um was ganz Bestimmtes zu lernen. Also glaube ich auch nicht, dass irgendwas verkehrt ist. Ja. Verständlich sind da unheimlich viele Fehler da, aber immer dran denken, ein Fehler ist nicht falsch oder verkehrt.
zu erkennen. Das fehlt. Und jetzt ist es, dass alles, was du dir als richtig denkst, zu jeder Vorstellung von richtig, zu jeder Richtung hat eine Kehrseite. Und wenn du die akzeptierst, dann füllt die in dir. Bis du das dann dir begreifbar machst, selber begreifbar machst, indem du dich geistig bewegst, natürlich immer im Hier und Jetzt, deine Denkweisen, deine Perspektiven veränderst, und dann wirst du wirklich erkennen, dass jeder Recht hat. Wenn du dieser Logik des von dir ausgedachten anderen zum Denken beginnst. Und welche richtige ist, die Frage stellt sich nicht. Es gibt komplexere und weniger komplexere logische Denksysteme. Es gibt Denksysteme, die unterschiedlich, aber kompatibel sind. Mhm. Kompatibilität heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel innerhalb von Word arbeiten, du kann ich ja hier Word-Daten austauschen, in Excel reingeben und so weiter und so fort. Das ist jetzt unser Unicode zum Beispiel am Computer, wenn man sich ein bisschen mit Computer auskennt. Das ist die ersten Schriften, die sind ja ganz normal mit Zeichensätzen reingeschrieben. Wenn du die hebräischen Zeichen nimmst, die kannst du nicht übernehmen in klassischen Internetzeiten. Darum ist zum Beispiel auch, dass du jetzt in den neuesten, ob du jetzt ein Android-Handy benutzt oder ein Tablet benutzt mit einem Android-Betriebssystem oder du benutzt ein iPad von Apple, wenn du den Redo seine Seite aufgemacht hast und da sind hebräische Schriftzeichen drin, die zeigt dir nicht an. Weil die Schriftzeichen nicht lesen können. Das kannst du übrigens auch nicht umstellen. Okay. Die kannst du bloß mit einem Windows-Computer darstellen. Wenn man die in Unicode machen würde, das hat es aber damals noch nicht gegeben, also die ersten Schriften, wenn man die in Unicode macht, dann wird es eigentlich überall anzeichnen. Weil Unicode-Zeichen sind relativ universell, das nennt man kompatibel. Aber das muss man alles nicht wissen, das ist so unwichtig. Konzentrier dich einmal drauf, was du bist und vor allem leg den Fokus drauf, wie du funktionierst. Ja. Ja, deswegen fragte ich nach dem Unicode. Da muss man sehr schonungslos sein, weil da wird dir deine eigene Erbärmlichkeit bewusst, was du für ein Mechanismus bist. Zwanghaft, ein zwanghaftes Reaktionssystem. Eben ein Mensch, ein blaues Ich, ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das heißt, die Geräusche, die in dir auftauchen oder gewisse Bilder, die du siehst, werden von dir ständig die Geräusche, wirst du Bildervorstellungen konstruieren, die Maßsetzung von Bad Roland. Du wirst es auch werden und du wirst es interpretieren. Du hast keinen Einfluss, das aufzuhalten. Ja. Diese Wertungen und Interpretationen wiederum sind die Quelle, wie du dich fühlst. Nicht die Geräusche, nicht der optische Reizauslöser, sondern deine Interpretation, die du zwanghaft darüber legst, erzeugt in dir das Gefühl von Wohlsein, von Unwohlsein, von Angst, von Schmerzen, ein zwanghaftes Müssen. Ein Mechanimus, ein Gehirn-Ich, muss so wie das Gehirnprogramm dir das vorschreibt. Aber erleben du das, der Geist, der mit diesem Programm läuft? Immer dran denken, wir machen hier kein Science-Fiction, keine esoterische oder religiöse Schwätzerei, keine Spinnerei, wie ich das nenne. Das ist ja, na, aber da würde ich jetzt wieder zu weit in die Worte reingehen. Das sind ja Ihnen, da wenn ich nur anfange, da muss man wirklich die Grundlagen wissen. Das sind Wolken eigentlich, das steckt in dem Wort innen, steckt das Gewölk, weil das INN, muss man wissen, dass das I von E auch eine 70 ist. Und wenn du 70, 50, 50 machst, dann hast du das Gewölk. Das ist zum Beispiel Ivri, das Wort Hebräisch. Das Eber. Normal, wenn man jetzt das E, ich mache jetzt 70, 2, 200. Das wird ja von Hebräern Ivri ausgesprochen. Das heißt, da ist die 70 ein I. Jetzt, wenn ich immer sage, SB innen, Spinnerei, dann machst du aus der 10 eine 70 und hast du 70, 50, 50 und dann hast du hier das Gewölk. Dann hast du schon den Geist mit der doppelt aufgespannten Oll. Das ist es, Joch. Wer folgen kann der Folge, wer hören kann, der höre, wenn nicht, hast du noch ein bisschen was zu lernen. Aber das ist ja nicht schlimm. Unterhalte ich doch einmal mit einem Fünfjährigen, der noch nicht in die Schule gegangen ist. Und dann sagst du ihm, du wirst jetzt auch bald lesen und schreiben lernen. Ja. Hat er dann Angst davor oder Freude? Sich hängt von seinem Charakter ab. Ja. Kleine, sonst noch Fragen? Momentan nicht. Das war die. Du meinst, wie das meinst, mir macht es jetzt Spaß, das immer wieder zu wiederholen. Wenn
das in dir auftaucht. Du hast jetzt immer zwei Möglichkeiten. Du kannst es wegklicken, du kannst es nochmal anhören. Du wirst feststellen, du wirst es wirklich hunderte Male wiederholen müssen, bis das Klack in deinem Kopf macht. Mhm. Weil das Leben wird klären, wieder besseren Wissens, dass alles, was ich jetzt erzählt habe, sofort wieder vergessen ist, sobald das Telefon klingelt oder irgendwie Lebensprobleme anstehen mit dem Geld, mit ich muss mich am Leben erhalten, dass das noch tausendmal mehr wiegt, wie das, was ich dir sage. Wenn du das nämlich verstanden hast, ist das vom Tisch, dann lässt du es einfach geschehen. Hier bin ich, hier stehe ich, fordere dein Wille geschehe. Mhm. Mach mit dir, was du willst. Ja, das alte Programm, das läuft so lange. Kaufmannsdenken, dann muss ich ja nochmal auf die Arbeit gehen, dann schmeißt du das hin. Dann wirst du feststellen, wird sich auch dein Glaube verwirklichen, dann wird dir die Kohle ausgehen und dann wirst du extreme Schwierigkeiten kriegen, weil die Motivation die verkehrte ist. Genau, was nicht heißt, dass du es nicht hinschmeißen kannst. Das hängt von deinem Glauben ab. Ich kenne jetzt wieder als Udo, ich mache jetzt so das Musterbeispiel 96, wo ich einen Betrieb habe mit Millionenumsatz und alles hergeschenkt habe, weil ich sage, das, was mich am Leben hält, ist das, was mich jeden Morgen wach machen lässt. Mhm. Aber dann musst du das auch leben. Da muss erst sein. Dann musst du die Gewissheit, du wirst geprüft, glaub es mir. Denk ihm an die Abraham-Geschichte mit Isaac. Schlachte deinen Sohn. Du hast es schon ein paar Mal gehört. Mhm. Da nützt dir das Wissen nichts, weil du wirst geprüft, glaub es mir. Ja. Du wirklich nochmal umfällst oder nicht, da musst du dir einen Schwur geben und wenn Gott will, dass ich unter Brücken schlafe, dann schlafe ich unter Brücken. Mhm. Ich weiß, das ist ein verdammter Test. Das ist mit dem Schlachte deinen Sohn und dann kommt er wieder. Ja. Aber der kommt nicht, wenn du den wirklich abschlachten würdest. Mhm. Wenn Gott sieht, dass du nicht, den nicht abschlachtest, weil du ja meinst, da kommt ja der wieder. Mhm. Ich warte jetzt drauf, ich halte das Messer hin, jetzt soll ich ihn die Kehle durchschneiden, diese Abraham-Geschichte mit Isaac. Mhm. Ja, jetzt in der Bibel steht doch, da kommt doch der wieder. Wenn ich sehe, dass du nicht zusteckst, kommt kein wieder. Ja. Was ich damit sagen will, du musst im tiefsten Innern das dir vorgenommen haben und wenn ich drauf gehe, ich muss es ausprobieren, anders werde ich es nicht erfahren. Mhm. Also immer wieder überlegt er das reichlich, wenn nicht, es geht einfacher, mach einfach, leb dein Leben weiter, so wie du es zurzeit lebst. Aber du kannst jetzt schon dich rausziehen, indem du zu einem ganz wertfreien Beobachter wirst von dem Programm, von dem Lebensprogramm, das du zu durchschauen hast, weil nur dieser Beobachter erlebt das Leben, nicht der, der du zu sein glaubst. Ja. Wenn du das, was du zu sein glaubst, versuchst am Leben zu halten, dieser Körper, dann sollte dir klar sein, Säugling bis zum Preis, das ist dir noch nie gelungen. Ja. Der ist ja weg, wenn du nicht mehr an deinen Körper denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Also wo ist dein Problem? Und der klassische Verwandlungsprozess, ich kann es nicht oft genug sagen, die Schulmedizin erklärt mittlerweile diesen Alterungsprozess als Krankheit. Mhm. Das ist immer wieder, wenn ich sage, das ist wie wenn wir in einer Raubenwelt sind und die Raubenärzte erklären dir, wenn du zum Spinnen anfängst, kommt sofort in die Psychiatrie, dass du das nicht weitermachst, wer weiß, wo das hinführt, dann löst du dich ja auf. Also möglichst, man versucht möglichst lange Raube zu sein, weil man nicht verstanden hat, was der Sinn des Lebens ist. Ja. Möglichst lange ein Hosenscheißer zu sein, der eine panische Angst hat. Ja. Sich festhält an Geld, an seinen ausgedachten Sicherheiten. Was ist das für eine Sicherheit, die sich schon auflöst, wenn du nicht mehr dran denkst? Mhm. Wiederhole die sich immer wieder, kannst du immer wieder rausholen, dein Bankkonto oder Nicht-Bankkonto. Du meinst, das ist Sicherheit. Im Hintergrund. Das sind keine Sicherheit. Die einzige Sicherheit vor aller Bescheidenheit bin ich. Und ich meine ich jetzt natürlich nicht den sondern den, der uns zwei jetzt ausdenkt. Uns drei. Ist ja nochmal einer da. Der uns ausdenkt, ist ja jetzt auch was Ausgedachtes. Ja, genau. Merkst du, das ist der Sprung, dass dir dann irgendwann einmal bewusst wird, dass man durchaus was denken kann, obwohl man weiß, dass das eigentlich nicht denkbar ist. Mhm. Das ist das hier. Ja. Okay, jetzt lass uns gut sein, Kleines. Oder du hast noch Fragen, geistreiche Fragen. Ich beobachte jetzt weiter einfach. Und einfach beobachten und du, was dich das in die Programm tun lässt. Genau, gut. Okay? Ja, mach ich. Danke. Tschüss.